Jo, hallo und herzlich willkommen. Oh, man sieht mein Kinn, mein Bart, oh, mein Mund. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Das Geheimnis des Drachenritters. Ist eine Einsteigerbox von DSA, von dem schwarzen Auge. Kannst du mal besser in die Kamera halten? Ja. Man hat es bestimmt hundertprozentig gelesen. Ich halte es mal schief hin. So, da, das schwarze Auge. Ich weiß nicht, die Kamera ist heute ein bisschen. Ich weiß nicht, nee, krass, das Zoom ist da nicht mit drauf. Kein Plan. Vielleicht habe ich das Stativ ein bisschen zu hoch gestellt. Ich weiß es nicht. Das ist ein Unterschied, wenn ich hinten das Licht hier ausmache. Die Seite weniger beleuchtet. Wow. Okay. Ich glaube, das frage ich jedes Mal. Gucken wir mal, was. Weil ich mache es mal auf, weil dann spiegelt das nicht mehr so. Heute wieder ohne Messer unterwegs. Es ist jetzt schon seit 2, 3 Tagen hier bei mir rum. Und ich wollte es einfach mal ausgepackt haben. Nachdem Janik zu mir meinte, yo, kannst du euch die Box auspacken? Wäre doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und so, jetzt kann man es wahrscheinlich ein bisschen besser sehen hier, das ganz wieder schief. Da die Kamera irgendwie immer schief ist, ich darf die Brust hier nicht allzu krass bewegen, weil sonst ist wieder die perfekte Position, die ich dafür gefunden habe, kap weg. Aber naja. Drehen wir das Ganze mal um. Hier, ich kann es euch mal ins Bild halten. Denn ich lese das Geheimnis des Drachenritters das jetzt nicht vor. Hier unten geeignet für 3 bis 5 Personen ab 12 Jahren. Inhalt: 4 spielfertige Helden, Leomara Bärenherz, die Kriegerin, Lissindian, Schlangentreu der Magier, Romoxosh, Sohn des Dwarosh, der Zwerg, und Valarie, Sternenpfeil, die Elfe. 4 Solo-Abenteuer, je eines für jeden Helden. 2 Abenteuer für eine Heldengruppe: die Räuber vom Dunkeltann, der Turm im Nebelmoor. Weitere Szenerien für die Abenteuerreihe Das Geheimnis des Drachenritters. Beschreibung der Grafschaft Heldenturz. Spielregeln: Spielpläne, 8 Spezialwürfel, 15 Schicksalspunkte, 4 Acryl-Heldenmarker und 37 Acryl-Kreaturenmarker. Ha, da ist eine Menge dabei. Haben wir es mir gekauft, weil es eine Einsteigerbox ist. Und hier. Oh, das hat sogar hier diese coolen DSA-Würfel. Da sind ein paar weiße D20 dabei. Was ist ah, nee, ist echt. Wo ist gleich? Oh, ein bisschen zu. Also, hier normal. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6 ist dann das Auge. Hier hat man wahrscheinlich eine 1, das hier, weil ist ja kein D&D. Hier die 2, genau, 17. Oh, das ist hier schon fast reklamiert. Ich will mein Geld zurück. Denn die 20 war ja gut und die 1 war schlecht. Nicht so wie in D&D, da ist es andersrum. Mehr sind die nicht. Dann habe ich hier einmal einen ganzen Pack DR1 mit den Spielmarker. So. Ah, okay. Das ist jetzt, dachte ich schon, das ist wirklich Pappe. Da haben wir so einen großen Drachen. Es ist wahrscheinlich ein Tatzelwurm. Ein bisschen kleiner. Ein Ogre. Ein Wolfmarker. Das finde ich auch cool. Ich weiß nicht, ob das ein DR1, nee, DR3. 1.
DR4. What's this? Ist das eine Spinne? Das ist eine Spinne. Oh ja, interessant. Ratten, Goblins, Wölfe, die kann ich auch so benutzen. Ein Magier, ich denke mal, einige von denen werden wahrscheinlich entweder normale Charaktere sein oder die Spieler dementsprechend. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erklärt. Was ist das? Hier. Hier ist eine runtergefallen. So, das hier ist wahrscheinlich einmal die Genfiren Norden. Die Karte des Soldaten. Okay. Ist auch wahrscheinlich abenteuerrelevant. Ah, das sind die ganzen Spielpläne. Das wird wahrscheinlich hier die Grafschaft sein, oder? Ah ja, das ist das, warum ich mir das eigentlich gekauft habe. Weil hier ist eine Karte von Aventurien dabei. Man kann es wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Ich muss mir vielleicht mal eine größere Kamera dann nochmal zulegen. Fexkar Morburg. Nee, oder? Morburg Falorn. Interessant. Pavi. Bjaldorn. Nordmark. Nee, Notmark. Meersand, Festum, Adusa, Jolgurmark, Gareth, wo ist denn hier Ding Andergast? Burg Angbar, Ferdok, Honig, Saulasch. Was war doch wieder oben? Mensch, Riva. Hier sind schon die ganzen großen Orte mit drinnen, aber hier ist kein Andergast. Ah, doch, da ist Andergast. Oh, das ist weiter drüben, was ich dachte. Nostria. Ah ja, okay. Interessant. Das hier ist wahrscheinlich die... Das hier ist die Karte von dem Dorf wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Und das ist die Grafschaft Heldentrutz. Kann man wahrscheinlich ein bisschen schlecht jetzt sehen, denke ich mal. Aber, naja. Dann haben wir einmal Lies mich zuerst. Kurzerleitung, Spielmaterial. Standsbogen. Ah, das sind die Schicksalspunkte, diese Dingwürfel. Heldenbögen. Ah, das sind die unterschiedlichen. Helden- und Kreaturenmarker. Ah, okay, das sind dann die. Sind um die Kampfsituation, Übersicht zu sorgen. Was ein Pen and Paper Rollenspiel. Solo-Abenteuer, Spielpläne, Landkarte, Handout, die Karte des Soldaten. Ein Dokument, das der Spieler den passenden Moment seinen Spielern nur zur Verfügung. Achtung, wann dieser Moment ist, verrät euch das Abenteuer die Räuber vom Dunkelton. Okay, das ist interessant. Schlagt du gemeinsam die vierte Doppelseite des Heldenbogen auf. Ich möchte das nächste Abenteuer als Spieler einer der vier Helden erleben. Ah, okay, da wird noch beschrieben, wie hier das, wie die Charaktere aufgebaut sind, wie man als Spielleiter spielt und wie man als Spieler spielt. Ist klar. Ist eben Kurzanleitung für Roleplay. Könnt auch gerne von mir aus das anhalten und das mal durchlesen hier. Könnt ihr lesen, was ein Pen and Paper Rollenspiel überhaupt ist. Rollenspiel. Da haben wir Leonara Bernhardt, die Kriegerin. Hier ist es schön, sogar alles erklärt, finde ich gut. Hier Belastungsgewöhnung 1, Kampfreflexe, Sonderfertigkeiten. Gut aufgebaut, sehr groß lesbar, hochgetragen. Verfügbar ab KK 15 auf 16. Gegenstand. Rucksack. Okay.
Baronie Heldentrutz. Ah, das ist dann hier nochmal ein bisschen extra nochmal gezeigt, damit jeder Held eine Karte hat. Und da ist die Hintergrundgeschichte von der Frau. Demal, hier wird dasselbe drin sein. Die, genau, Notizen. Da hinten ist dann, steht natürlich wieder der Hintergrund mit dran. Der Rest ist DLC, das müsst ihr dann selber kaufen, wenn ihr das dann wissen wollt. Solo-Abenteuer. Diebesgut. Okay. Ah, da wird sogar ein bisschen was hier mit Kämpfen, mit den Kämpfen aufgeführt, wie das so abläuft. Was das so der Fall ist. Und ja. Ja, gut. Das ist auch wieder DLC, das müsst ihr dann, um das so rauszufinden, müsst ihr dann selber kaufen. Ich möchte ja nicht allzu viel Spoiler quasi. Zumindest abenteuermäßig. Weil sonst könntet ihr euch das ja screenshotten und dann verdienen die ja nichts mehr. Dann die Räuber vom Dunkeltann. Hier ist ein ganz großes Geheft. Das hat, wie viele Seiten hat das eigentlich? Ich glaube um die 40, oder? Ich bin jetzt bei 41. Ja, 45 Seiten hat. Okay, ich habe gelogen. 47. Natürlich gibt es wieder ein paar Spielvorbereitungen, Aufbau des Abenteuers. Wieder ein paar Einleitungssätze natürlich. Bisschen was, wie die so aussehen werden. Okay. Extra nochmal beschrieben, wie das Ganze aussieht. Dann wird hier gezeigt, welche Marken wo für was sind. Das finde ich auch gut. Schicksalspunkte verteilen. Nochmal ein paar Kästchen. Da wird noch gezeigt, welche Proben mit was für Würfeln gewürfelt werden. Das finde ich auch gut. Dann, oh. Spielleiterregeln. Die Grafschaft Heldentrutz. Da wird dann nochmal aufgezeigt, was die dann sind, oder? Aventurien, Weltabenteuer. Wo ist denn hier das mit 12 und... Ah, da hat er mal gezeigt. Ah, okay. Da haben wir hier nochmal eine Karte von Aventurien. In dem... Da wird dann auch noch auf der nächsten Seite gezeigt, eben je nachdem, welche Region die Zahlen darstellt, wie die verbunden sind. Und das Ganze, einfach kurze Einleitung, Geld und Währung. Dann wird hier nochmal auf die Baronie eingegangen. Nebelmoor. Nordhang. Schneehag. Dergelquell, Waldleuen, Kulturwissenschaft, Götterglaube, genau, was die Leute, eben Leute, Environment, alles, wie die so drauf sind, natürlich, kennt man ja, muss ja beschrieben werden, Spielleiterregeln, das soll wahrscheinlich nochmal eine Zusammenfassung sein, wie man was macht, wie man Proben würfelt, die üblichen Sachen, Talente, Kampftechniken. Eine kurze Zusammenfassung vom Basisregelwerk. Als Bier ist 56, okay. Das sind 56 Seiten. Das Basisregelwerk hat irgendwie 300. Immer eine gute Zusammenfassung von den wichtigsten Sachen, die man für dieses Abenteuer jetzt braucht. Der Turm im Nebelmoor. Was braucht man denn da eigentlich für Abenteuer beginnt? Hauptgegner und Nebenfiguren. Brauchen wir wieder ein paar andere. Das scheint auf dem anderen Abenteuer aufzubauen. Aber für was man den Drachen braucht. Hier. Und dann, Spielpläne. Hier. Die kann ich euch aber zeigen. Denke ich jetzt mal. Das wird dann wahrscheinlich hier die Grabkammer. Genau. Hier zum Beispiel zeigt es dann das an, da lege ich dann
dann wahrscheinlich so ablaufen, lege ich hier so aus, dann da sind hier so die Skelette. Zack. Und hier kommt so der Held rein, zum Beispiel hier oben. Das habe ich runtergeschmissen. Ja. Und das kann man dann recht übersichtlich gestalten. Ich fände es besser gefunden, wenn es als Hexfeld, wenn es noch als Hexfeld gibt, da kann man noch die, je nachdem wie viele Schritte die laufen können, dementsprechend abzählen, da ein Feld immer zwei Schritte sind, wäre das gar mal so schlecht. Und da das nie ungerade Zahlen sind, kann man das gut differenzieren. Da gibt es nicht, oh 9,5, oh du läufst vier Felder, könntest ein fünftes laufen. Geht aber nicht, weil dir ein halber Bewegungspunkt fehlt, den du nie bekommen kannst, weil deine Rasse halt einfach kacke ist. Vom Laufen her. Was ist das? Die Räuberhöhle. Okay. Dann haben wir nochmal der Turm im Nebelmoor. Das wird dir auch nochmal gezeigt. Das ist wohl von oben. So. Denk mal nicht, dass man hier auf dem Dach von dem Turm campt. Dann nochmal alles voll, voll auf das Zeug draufschmeißen. Das ist dann der Wald, die Schlucht, das Gewölbe, die Festung des Drachenritters. Oh ja, interessant. Das sind dann so die Spielpläne. Wenn wir Pen and Paper spielen, dann benutzen wir immer solche. Das hat Yannick extra von seinem uralten Dungeons and Dragons Game, hat er da solche Spielbretter mal gekauft. Und die benutzen wir da, weil das heißt halt ein Hexfeld, das hat halt eben, ist schön gegliedert, passt ungefähr mit rein, bloß, okay, ich muss sagen, letztes Mal hat es nicht so ganz gepasst, dass wir dieses Ding mit der Lavabrücke natürlich genommen haben wieder, bis in der Gruft, und was gibt's natürlich, erstmal eine Lavabrücke, wer kennt's nicht, ist ja immer so. Wenn man in die Gruft geht, habe ich gehört. Aber dann würde ich sagen, dann war es an der Stelle schon. War jetzt nicht so viel. Ich hätte gedacht, dass es eventuell mehr ist zu zeigen. Oder dass ich mehr, was ich zeigen kann. So. Ich könnte euch auch alles detailliert zeigen, dann dauert es aber 3 Stunden. Und ihr müsst ja auch noch ein bisschen. Jetzt guckt ihr das an. Ihr seht, okay, da sind ein paar coole Sachen drin. Ich sag was dazu. Und wenn ihr Interesse dran habt, dann kauft ihr es ja selber. Weil sonst würde ich alles screenshotten, ausdrucken und dann müsst ihr es ja nicht mehr kaufen. Spart euch das Geld und ich werde hier verklagt, weil ich hier Zeug einfach gratis anbiete. Weil ich da mitdenken muss und so. Mhm. Ja gut, Leute. Dann räume ich das jetzt auf, baue dann meinen ganzen Schmarrn wieder ab. Und dann dusche ich noch und dann kann ich noch streamen. Dann würde ich, wie gesagt, an der Stelle sagen, bewertet das Video, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei. Gibt's nice Videos, nice Streams. Auch jetzt dann. Irgendwann um 21 Uhr. Und natürlich, Sunbros, praise the sun, yo, und bis zum nächsten Mal, wenn ich irgendwas Cooles unboxe. Yeah.